Talk täglich wird Ihnen präsentiert von help.ch, das Suchportal für Firmen, News, Events und Marktplatz. help.ch. Er will es noch mal wissen. Der Christoph Blocher bewirbt sich als Professor an der Universität St. Gallen. Wirtschaftsethik will er den Studenten beibringen. Ob er den Job allerdings überkommt, das ist noch ungewiss. Meine Damen und Herren, die neue Woche im Tag täglich, schön sind Sie mit dabei. Der abgewählte Bundesrat hat aber noch andere Pläne. Wir haben es gerade vorher gesehen, mit 20 Millionen Franken unterstützt er ein tolles Musikzentrum auf der Insel Rheinau. Ganz herzlich willkommen im Tag täglich, Christoph Blocher. Sie haben einen Doktortitel, Sie sind 4 Jahre im Bundesrat gewesen, Sie sind ein profilierter Unternehmer. Fehlt das Wörtli Professor einfach noch so ein bisschen im Trophäenschrank, das einzige Hirschgeweih, das Sie noch an die Wand machen können? Ja, nein, da brauche ich nicht den Titel. Aber da, wo damit zusammenhängt. Sie haben gesehen, ich bin jetzt oft an der Hochschule St. Gallen gewesen, wo ich eingeladen für Seminarien, Vorträge, Schulungskurse und so weiter. Und eigentlich Studenten haben mich darauf gebracht. Weil an der Hochschule wird Wirtschaftsethik gelehrt. Ich habe mich ganz Leben lang mich mit der Wirtschaft beschäftigt und auch mit der Ethik. Ah ja? Ja, ja, natürlich. Hören Sie, als Unternehmer weiss ich, die Wirtschaft ist entweder ethisch oder es ist keine Wirtschaft. Die Ethik, das ist Moral, das ist die Sitte. Was ist als Unternehmer? Muss man das haben, sonst geht das Unternehmen kaputt. Aber die Studenten, jetzt, gerade in dieser unsicheren Zeit, die sind wie Schwämme. Die möchten gerne von einem erfahrenen Unternehmer wissen, wie sieht er das? Also, ich das übersetzen, das möchte ich gerne übermitteln. Das sind alles Theoretiker, oder? Die hocken im Glashaus. Die hocken im Glashaus, haben eigentlich keine Ahnung von der Wirtschaft, könnten niemals ein Unternehmen führen. Jetzt wollen die Studenten eben die Schwämme, wenn sie mal hören, wie macht man das wirklich? Ja. Also, sie müssen wissen, die Theorie, die die lehren, an der Hochschule St. Gallen, das ist prima. Eine gute Theorie ist praktisch, die es gibt. Aber das ist ein Teil. Die Ethik ist ja gar keine Wissenschaft. Das wollen wir wissen. Die Ethik ist was ist lebensgemäß, was ist eine Seite, wo man auch täglich erforschen und anwenden, das habe ich jetzt auch immer gemacht. Aber das ist jetzt, meinte ich, für die Studenten wichtig. Und sie haben mir ja das auch gesagt, haben mir eigentlich den Impuls gegeben. Und darum habe ich mich beworben und ich habe also eine saubere Bewerbung gemacht. Ich habe mich auf meiner Homepage abgerufen. Das ist also nicht geheim, oder? Super, ja. Ein Forschungsprofil und alles habe ich eingeliefert, das Verzeichnis. Und ich glaube, das wäre wichtig für die Studenten heute. Und ich habe noch zusätzlich etwas gesagt, die hat gesagt, aber zum aus der Krise kommen, sollte er einen Lehrstuhl machen. Für Krisenökonomie von einem guten Ökonom. Nehmt das Geld. Aber jetzt könnt ihr nicht das Budget aufstocken, also würde ich das lesen, ohne eine Entschädigung, damit, ich habe ja das nicht Grossart. Nötig, und da könnte man etwas Grossart. Geben. Sie sind auch Doris Leuthard, oder? Die macht es jetzt auch zum günstigeren Tarif, verzichtet auf einen Teil vom Lohn, sie wollen gar keine mehr, das ist ja die neue Ethik. Ja, ja. Man muss aufpassen, ich habe nichts dagegen, dass Professoren bezahlt werden, das muss ja so sein. Weil die meisten können das auch nicht anders machen, das ist ihr Lebensunterhalt. Also ich will niemandem nachtreten. Aber bei mir, ich bin ja ein bestandener Unternehmer, ich bin jetzt im Alter und ich das nicht mehr notwendig habe. Und ich würde verzichten zugunsten von so einem Lehrstuhl, genau. Krisenökonomie. Wunderbar, aber ist nicht ähnlich, Herr Blocher, wie wenn man einen Vegetarier an der Berufsschule würde anstellen, der Metzger ausbildet. Sie haben gesagt, Wirtschaft, absolut richtig, Sie sind ein Wirtschaftskapitän gewesen. Aber sind Sie auch ein Ethiker gewesen, Herr Blocher? Gewinnmaximierung und Optimierung, das ist doch Ihre Ethik gewesen. Das gehört dazu, zu sagen, was ist ethisch am Gewinn, was ist unethisch, gibt es auch. Was ist unethisch am Gewinn, was fängt das Unethische an? Das Unethische am Gewinn fängt dort an, wenn man keinen echten Gewinn macht. Scheingewinn sind das Gefährliche. Oder wenn man es durch unrechte Art wirtschaftet. Der Gewinn ist das Blut des Unternehmens. Das ist eine ethische Forderung. Die jetzigen Unternehmer haben Probleme, wenn sie keinen Gewinn mehr haben. Oder? Sie sehen, wie wichtig das Gewinn ist. Wie die Hose gegangen ist, wie die Blase platzt, ja, wie gut. Die Unethik eben schlussendlich ins Verderben halt, geführt passen hat. Sie auf. Nicht überall können Sie den Unternehmer sagen, wo eingebrochen ist, wegen unethisch gehandelt.
in der Wirtschaft. Was machen Sie, wenn plötzlich 30-40% weniger Umsatz eingehen? Dann können Sie sagen, Sie haben halt unethisch gehandelt. Vielleicht hat man Fehler gemacht, dass man vor allem nicht vorgesorgt hat. Viele haben vielleicht das Geld nicht gehabt. Was ist die ethische Bedeutung von der Reserve, die man muss haben in einem Unternehmen? Für schlechte Zeiten schauen. Das sind doch alles ethische Fragen. Herr Blocher, wo ist es losgegangen? Gauner, weltweit. Sie meinen bei den Finanzen? Ja, bei den Finanzen, ja. Oder? Die haben unser Verderben ja. Sie können ja das anschauen in den Banken. Was ist unethisches Verhalten? Das sind ja Scheingewinne gewesen. Geben wir uns Recht. Das hätten Sie doch vor Jahren noch gar nicht zugegeben. Ja, können Sie denken. Also ich bin den Ersten gewesen, auch im Parlament, auch als Bundesrat, und gesagt hat, so geht es nicht. Das sind unethische Angelegenheiten, wo der Gott, wenn man sich auf so einen Gewinn ausrichtet, wo gar kein echter Gewinn ist. Haben Sie das auch Herr Rospel gesagt? Haben Sie gesagt, Sie machen ja, oder du machst mit unethische dem Gewinne? Wir können ja nicht mit solchen theoretischen Sachen, aber sagen, los, das ist nichts, das wird nicht heben, das geht nicht. Und muss ich auch sagen, so kann man auch mit den Leuten reden. Man muss auch mit den Leuten so reden. Es waren nicht nur die Banken dabei gewesen. Entschuldigung, es haben alle zusammen sehr gern von diesen Scheingewinn profitiert, inklusive dem Staat. Der muss ja auch nicht mehr zurückgeben, der hat ja die Steuern. Die leiden darunter, das sind jetzt die Aktionäre, verlieren das Geld, die Obligationäre zum Teil vielleicht, dann die Angestellten. Und wenn das noch lange weitergeht, kommen dann auch die Rentner dran. Wenn es eine Inflation gibt mit dem Haufen Geld, wo man da drin braucht und so weiter, das muss man doch alles können erläutern. Und das sind, wissen Sie, Ethik heisst wörtlich übersetzt, das dem Leben gemäß, das, was fürs Leben richtig ist. Und das habe ich das Leben lang überlegt, ausprobiert und auch eins zu eins gemacht in der Praxis. Und ich habe es auch weitergegeben. Darum habe ich ein grosses Literaturverzeichnis über Macht und Ohnmacht, über die Bedeutung des Gewinnes, über die Führung, ganze Bücher. Und wenn man das weitergeben kann an junge Leute, sollte man doch das weitergeben. Grossartig. Also wäre es ganz ein übles Gerücht und völlig eine falsche Annahme, dass Sie reagieren auf den Dr. Ulrich Thielemann. Der Mann, der hier lehrt an dieser Hochschule und der in Berlin eigentlich die Schweiz in die Pfanne gehauen hat und ziemlich kritisiert hat wegen dem Steuersystem. Dass Sie dort den Laden ein bisschen aufmischen wollen? Also ist es so, ich kenne den nicht. Aber ich habe gelesen in der Zeitung, was er gesagt hat. Das hat mich bewogen zu sagen, was lehren eigentlich die Giancarlo bei der Wirtschaft? Das ist also doch die Initialzündung. Ja, ich bin dann schauen. Ich habe dann da den Professor Ulrich, was der über Taben gesagt hat, über Taben geschrieben hat. Und dann bin ich auch von den Studenten her motiviert worden, weil ich dann über das geredet habe. Das sollten sie sich doch bewerben. Habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht. Habe ich noch nie daran gedacht. Habe ich gesagt, ja mal, warum eigentlich nicht? Dann habe ich jetzt das gemacht. Und ich wollte ihnen nicht nachtreten. Ich sage nicht, meine ethische Vorstellung ist das einzig Richtige. Das ist ja keine Wissenschaft. Aber es ist etwas, wo ich meinte, auch das sollte man können einbringen. Schauen Sie, wo man eine Lehrstuhl geschaffen hat, im 88, weiss ich noch genau, das war ja vor 20 Jahren gewesen, habe ich gesagt, das sollte man nicht machen. Es ist ja gar keine Wissenschaft. Zweitens, das war ja so gewesen. Die Unternehmen sind unter Druck gesetzt worden. Eben ethisch, über den Gewinn und all so weiter, sind ja da die Gewinnerziele und so weiter. Da habe ich gesagt, ihr müsst euch ethisch verteidigen. Und das haben sie nicht wollen. Was haben sie gesagt? Machen wir doch einen Lehrstuhl für Wirtschaftsethik, dann ist das Zeug ausklammert. Also quasi abdelegiert. Ja, es muss jeder Mensch selber so handeln, jeden Unternehmer. Und dann muss sich auch jeder selber überlegen, was richtig und was falsch Wunderbar. Ist. Dann ist es also völlig falsch, was der bekannte Headhunter, der Björn Johansen, gesagt hat am Wochenende, ich zitiere ihn, es ist ihm sehr wahrscheinlich langweilig und er sucht ein neues Betätigungsfeld. Sie haben also nicht ganz verkrampft gesucht und gesagt, wie kann ich nur diese Zeit totschlagen? Ich mache da so einen Haufen anders. Ich habe ja wieder ein Unternehmen gegründet und so weiter. Ich bin ja voll drin und ich bin ja noch Vizepräsident von der Schweizerischen Volkspartei. Mache ja dort viel. Aber dort, wo es nötig ist, wo ich finde, mal, das wäre etwas, mal, dann muss ich jetzt packen. Nein sagen können ja die anderen, wenn sie mich nicht wollen. Schauen wir noch ein bisschen. Also, haben Sie schon Bescheid aus St. Gallen? Haben Sie eine Bestätigung, dass wir Bewerbung eingegangen sind? Zuerst bis am 19. müssen wir eingegangen. Ja, also eingegangen ist es ja eingeschickt worden. Genau. Eingeschrieben, geschickt worden. Wunderbar. Ja.
Herr Blocher, wie hoch auf einer Skala von 1 bis 100 schätzt die Chance ein, dass Sie den Job bekommen? Ja, ändern nicht. Ich, also merke unter 10. Das, ja, ich merke doch das, wie da Professoren auch schiessen. Aber ich habe sie Zeit gegeben und ich bin bereit, mich dem zu stellen. Heute, das ist ja nicht mein Problem, wenn die Nein sagen. Ich habe mich dann mindestens der Herausforderung gestellt und ich bin auch gern bereit, so eine Probevorlesung mal zu halten über das. Gut, hoffentlich gibt es einen genug grossen Hörsaal, vielleicht wird es auch live übertragen von Radio und Fernsehen. Ja. Herr Blocher, es war eine schwierige Zeit nach Ihrer Abwahl. Ich habe Sie jetzt heute wieder gesehen und ich erlebe Sie sehr kraftvoll. Sie sehen gut aus und sehr dynamisch. Haben Sie Kurven gekriegt? Haben Sie neue Werte entdeckt und vielleicht auch Perspektiven für den Christoph Blocher, was er jetzt in dieser nächsten Lebensphase Sinnvolles macht? Ja, also ich muss Ihnen sagen, ich habe immer Sinnvolles gemacht. Und ich habe auch keine neue Wertskala gebraucht. Mich hat es zum Bundesrat ausgegeben. Eben. Und damit habe ich natürlich Zeit bekommen. Am Anfang hat man ja gar nichts, oder? Weil man ja natürlich mit dem nicht planen. Ich habe noch 4 Jahre geplant. Und zwar im Bereich Asylwesen, wenn man das weiter runterbringt. Jetzt ist es ja wieder gestiegen, ist ja klar, oder? Aber auch alle anderen Aufgaben, Aktienrecht und so weiter, hätte ich, das habe ich alles vorgesehen gehabt, jetzt haben sie mich rausgehört und machen sie alleine, wie viel besser können sie jetzt selber schauen. Ah, jetzt kommt doch das politische Teufel, ja, sagt Ihnen Grüezi. Ja. Und ich habe dann gesagt, so was mache ich, habe wieder ein Sekretariat gegründet, damit ich wieder einen Apparat habe, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich habe verschiedene Impulse gegeben und darum habe ich mich beworben und ich habe also eine saubere Bewerbung gemacht, ich habe mich auf meiner Homepage abgerufen, das ist also nicht geheim, oder? Super, ja. Ein Forschungsprofil und alles habe ich eingeliefert, das Verzeichnis und ich glaube, das wäre wichtig für die Studenten heute. Und ich habe noch zusätzlich etwas gesagt, die hat gesagt, aber zum aus der Krise kommen, sollte er einen Lehrstuhl machen. Für Krisenökonomie von einem guten Ökonom. Nehmt das Geld. Aber jetzt könnt ihr nicht das Budget aufstocken, also würde ich das lesen, ohne eine Entschädigung, damit, ich habe ja das nicht Grossart. Nötig, und da könnte man etwas Grossart. Geben. Sie sind auch Doris Leuthard, oder? Die macht es jetzt auch zum günstigeren Tarif, verzichtet auf einen Teil vom Lohn, sie wollen gar keine mehr, das ist ja die neue Ethik. Ja, ja. Man muss aufpassen, ich habe nichts dagegen, dass Professoren bezahlt werden, das muss ja so sein. Weil die meisten können das auch nicht anders machen, das ist ihr Lebensunterhalt. Also ich will niemandem nachtreten. Aber bei mir, ich bin ja ein bestandener Unternehmer, ich bin jetzt im Alter und ich das nicht mehr notwendig habe. Und ich würde verzichten zugunsten von so einem Lehrstuhl, genau, Krisenökonomie. Wunderbar, aber ist nicht ähnlich, Herr Blocher, wie wenn man einen Vegetarier an der Berufsschule würde anstellen, der Metzger ausbildet. Sie haben gesagt, Wirtschaft, absolut richtig, Sie sind ein Wirtschaftskapitän gewesen. Aber sind Sie auch ein Ethiker gewesen, Herr Blocher? Gewinnmaximierung und Optimierung, das ist doch Ihre Ethik gewesen. Das gehört dazu, sagen, was ist ethisch am Gewinn, was ist unethisch, gibt es auch. Was ist unethisch am Gewinn, wo fängt das Unethische an? Das Unethische am Gewinn fängt dort an, wenn man keinen echten Gewinn macht. Scheingewinn sind das Gefährliche. Oder wenn man es durch unrechte Art wirtschaftet. Der Gewinn ist das Blut des Unternehmens. Das ist eine ethische Forderung. Die jetzigen Unternehmer haben Probleme, wenn sie keinen Gewinn mehr haben. Oder? Sie sehen, wie wichtig das Gewinn ist. Wie die Hose gegangen ist, wie die Blase platzt ist, ja, wie gut. Die Unethik eben schlussendlich ins Verderben halt, geführt passen hat. Sie auf. Nicht überall können Sie den Unternehmer sagen, wo eingebrochen ist, wegen unethisch gehandelt. In der Wirtschaft. Was machen Sie, wenn plötzlich 30-40% weniger Umsatz eingehen, dann können Sie sagen, Sie haben halt unethisch gehandelt. Vielleicht hat man Fehler gemacht, dass man vor allem nicht vorgesorgt hat. Viele haben vielleicht das Geld nicht gehabt. Was ist die ethische Bedeutung von der Reserve, die man muss haben in einem Unternehmen? Für schlechte Zeiten schauen. Das sind doch alles ethische Fragen. Herr Blocher, wo ist es losgegangen? Gauner, weltweit. Sie meinen bei den Finanzen? Ja, bei den Finanzen, ja. Oder? Die haben unser Verderben in den Sie können das anschauen in den Banken. Was ist unethisches Verhalten? Das sind ja Scheingewinne gewesen. Geben wir uns Recht. Das hätten Sie doch vor Jahren noch gar nicht zugegeben. Ja, können Sie denken. Also ich war bei den Ersten gewesen, auch im Parlament, auch als Bundesrat gehandelt. In der Wirtschaft. Was machen Sie, wenn plötzlich 30-40% weniger Umsatz eingehen, dann können Sie sagen, Sie haben halt unethisch gehandelt. Vielleicht hat man Fehler gemacht, dass man vor allem nicht vorgesorgt hat. Viele haben vielleicht das Geld
nicht gehabt, was ist die ethische Bedeutung von der Reserve, die man muss haben in einem Unternehmen, für schlechte Zeiten schauen. Das sind doch alles Herr ethische Blocher, Fragen. Herr Blocher, wo ist es losgegangen? Gauner, weltweit. Sie meinen bei den Finanzen? Ja, bei den Finanzen, ja. Oder? Die haben uns ins Verderben ja. Sie können das anschauen in den Banken, was ist unethisches Verhalten. Das sind ja Scheingewinne gewesen. Geben wir uns Recht. Das hätten Sie doch vor Jahren noch gar nicht zugegeben. Ja, können Sie denken. Also ich war bei den Ersten gewesen, auch im Parlament, auch als Bundesrat, und gesagt hat, so geht es nicht. Das sind unethische Angelegenheiten, wo der Gott, wenn man sich auf so einen Gewinn ausrichtet, wo gar kein echter Gewinn ist. Haben Sie das einem Herr Rospel gesagt? Haben Sie gesagt, mit solchen theoretischen Sachen, aber sagen, los, das ist nichts, das wird nicht heben, das geht nicht. Und muss ich auch sagen, so kann man auch mit den Leuten reden. Man muss auch mit den Leuten so reden. Es waren nicht nur die Banken dabei gewesen, Entschuldigung, es haben alle zusammen sehr gern von diesen Scheingewinnen profitiert, inklusive dem Staat. Der muss ja auch nicht mehr zurückgeben, der hat ja die Steuern. Die leiden darunter, das sind jetzt die Aktionäre, verlieren das Geld, die Obligationäre zum Teil vielleicht, dann die Angestellten. Und wenn das noch lange weitergeht, kommen dann auch die Rentner dran. Wenn es eine Inflation gibt mit dem Haufen Geld, wo man da drin braucht und so weiter, das muss man doch alles können erläutern. Und das sind, wird sie Ethik heisst, wörtlich übersetzt, das dem Leben gemäße, das, was fürs Leben richtig ist. Und das habe ich das Leben lang überlegt, ausprobiert und auch eins zu eins gemacht in der Praxis. Und ich habe es auch weitergegeben. Darum habe ich ein grosses Literaturverzeichnis über Macht und Ohnmacht, über die Bedeutung des Gewinnes, über die Führung, ganze Bücher. Und wenn man das weitergeben kann an junge Leute, sollte man doch das weitergeben. Grossartig. Also wäre es ganz ein übles Gerücht und völlig eine falsche Annahme, dass sie reagiert auf den Dr. Ulrich Thielemann. Der Mann, der hier lehrt an dieser Hochschule und der in Berlin eigentlich die Schweiz in die Pfanne gehauen hat und ziemlich kritisiert hat wegen dem Steuersystem. Dass sie dort wollen, den Laden ein bisschen aufmischen. Also ist es so, ich kenne den nicht. Aber ich habe gelesen in der Zeitung, wo er gesagt hat, das hat mich bewogen zu sagen, was lehren eigentlich die Gallen bei der Wirtschaft. Das ist also doch die Initialzündung. Ja, ich bin dann schauen. Ich habe dann da den Professor Lüch, was der über Taben gesagt hat, über Taben geschrieben hat. Und dann bin ich auch von den Studenten her, oder? Sie sehen, wie wichtig das ist. Ja, wie die Hose gegangen ist, wie die Blase platzt, ja, wie gut. Die Unethik eben schlussendlich ins Verderben halt, geführt passen Sie auf. Nicht überall können Sie den Unternehmer sagen, wo eingebrochen ist, wegen unethisch gehandelt. In der Wirtschaft. Was machen Sie, wenn plötzlich 30-40% weniger Umsatz eingehen? Dann können Sie sagen, Sie haben halt unethisch gehandelt. Vielleicht hat man Fehler gemacht, dass man vor allem nicht vorgesorgt hat. Viele haben vielleicht das Geld nicht gehabt. Was ist die ethische Bedeutung von der Reserve, die man muss haben in einem Unternehmen? Für schlechte Zeiten schauen. Das sind doch alles ethische Fragen. Herr Blocher, wo ist es losgegangen? Gauner, weltweit. Sie meinen bei den Finanzen? Ja, bei den Finanzen, ja. Oder? Die haben uns ins Verderben ja. Sie können das anschauen in den Banken, was ist unethisches Verhalten. Das sind ja Scheingewinne gewesen. Geben wir uns Recht. Das hätten Sie doch vor Jahren noch gar nicht zugegeben. Ja, können Sie denken. Also ich war bei den Ersten gewesen, auch im Parlament, auch als Bundesrat, und gesagt hat, so geht es nicht. Das sind unethische Angelegenheiten, wo der Gott, wenn man sich auf so einen Gewinn ausrichtet, wo gar kein echter Gewinn ist. Haben Sie das einem Herr Rospel gesagt? Haben Sie gesagt, das ist nichts, das wird nicht heben, das geht nicht. Und muss ich auch sagen, so kann man auch mit den Leuten reden. Man muss auch mit den Leuten so reden. Es waren nicht nur die Banken dabei gewesen, Entschuldigung, es haben alle zusammen sehr gern von diesen Scheingewinnen profitiert, inklusive dem Staat. Der muss ja auch nicht mehr zurückgeben, der hat ja die Steuern. Die leiden darunter, das sind jetzt die Aktionäre, verlieren das Geld, die Obligationäre zum Teil vielleicht, dann die Angestellten. Und wenn das noch lange weitergeht, kommen dann auch die Rentner dran. Wenn es eine Inflation gibt mit dem Haufen Geld, wo man da drin braucht und so weiter, das muss man doch alles können erläutern. Und das sind, wird sie Ethik heisst, wörtlich übersetzt, das dem Leben gemäße, das, was fürs Leben richtig ist. Und das habe ich das Leben lang
überlegt, ausprobiert und auch eins zu eins gemacht in der Praxis. Und ich kann es auch weitergeben. Darum habe ich ein grosses Literaturverzeichnis über Macht und Ohnmacht, über die Bedeutung des Gewinnens, über die Führung, ganze Bücher. Und wenn man das weitergeben kann an junge Leute, sollte man doch das weitergeben. Grossartig. Also wäre es ganz ein übles Gerücht und völlig eine falsche Annahme, dass sie reagiert auf den Dr. Ulrich Thielemann. Der Mann, der hier lehrt an dieser Hochschule und der in Berlin eigentlich die Schweiz in die Pfanne gehauen hat und ziemlich kritisiert hat wegen dem Steuersystem. Dass sie dort den Laden ein bisschen aufmischen. Ja, so ist es so. Ich kenne den nicht. Aber ich habe gelesen in der Zeitung, die er gesagt hat, das hat mich bewogen zu sagen, was lehren eigentlich.